Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Runde The Sims 4. Heute wieder mal mit unseren LPern zusammen. Nachdem wir doch die letzten Folgen bei der Familie Smith verbracht haben, wo jetzt ja die kleine Maya jetzt endlich geboren ist. Und von daher wurde es natürlich jetzt mal wieder Zeit, dass wir wieder hier zurückkehren zum Ort des Geschehens, der Gründung der Hauptfamilie, die uns schon seit die Sims 2 begleitet, zumindest einige Personen. Sims 3 waren dann nachher ja so gut wie alle dabei. Ach nee, da waren auch noch nicht. Da waren André und Anna noch nicht dabei. Die sind da jetzt erst dazugekommen. Und ja. Ich bin gerade etwas am. Ich muss in einer Stunde zur Arbeit. Okay, gut. Da haben wir Anne. Tonform. Was formt er jetzt daraus? Ach, das dauert eine Weile oder was? Ah, okay, gut. Dann form mal weiter. Ich will mal sehen, was du da formst. Leon ist zur Arbeit gegangen. Okay, gut. Wo geht ihr jetzt hin? Naja, gut. Muss man gerade nicht wissen. Und ich spiele mit dem Tablet. Obwohl ich ja eigentlich theoretisch gesehen wieder noch am Buch schreiben könnte. Aber ich glaube, die Zeit dafür ist jetzt schon abgelaufen halbwegs. Weil ich muss ja jetzt ebenso gleich zur Arbeit. Von daher. Ach, André muss noch Programmieren üben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Programmieren. Üben. Lass das mal stehen. Das macht Arne nachher. Tut mir leid, dass ich mich jetzt gerade irgendwie, jetzt genau in dem Moment irgendwie verschnupft anhöre. Meine Nase ist jetzt auf einmal zugegangen, halbwegs. Was ich nicht gerade wirklich cool finde. Die Musik ist viel zu laut. Also ich könnte mich, glaube ich, nicht unterhalten dabei. So, und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Okay, gut, das hätten wir geklärt. Normal arbeiten, fleißig arbeiten. Klassiker studieren, verbessert die Schreibfähigkeit, verringert die Arbeitsleistung, bietet die Möglichkeit, die Stimmung inspiriert zu halten. Also machen wir einfach mal so, ruhig arbeiten. Und er studiert das Weltall, der Leon. So, hast du es schon geschafft? Jawohl, endlich hat es geschafft. Computerbenutzung 75% ist auch erledigt. Und was macht er jetzt wieder? Ach, er arbeitet jetzt wieder am Computer. In Foren provozieren wieder einmal. Ja, was für ein Wunder. Jibs. Okay, das hat er geschafft. Was muss er noch machen? Witze schreiben, Musik üben. Ach, na, denk, kann er ja unten Musik üben. wenn da steht Musik üben, dann kann er ein bisschen arbeiten. Üben. Ja, Tantim sind wieder da. Monkey, der kleine Affe und 5 metaphysische Ouvertüren und ein Ensemble. 18 Module. Das war ja seine Kreise sehr viel, ne? So, und André muss zur Arbeit. Programmieren üben. Es ist Zeit für die Arbeit, André. Wir müssen Geld verdienen. Und du wirst davon nicht verschont. Aber du kannst natürlich selbst sicher zur Arbeit gehen, so wie sich das gehört. Achso, ja, toll. Man muss ja ewig so nicht zur Arbeit. Aber dann können wir ihn dazu beim Spielen. Dafür, dass er angeblich Level 2 hat, ist es ja nicht gerade sehr gut. Kunststück betrachten. Instrument kaufen.
Ich versuche gerade herauszufinden, was für Lieder es sein sollen. Wer bist du? Was willst du? Geh weg! Wer bist du? Wer bist du? Wer seid ihr? Oh nein, da kommt noch jemand. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Wir haben nichts. Nee, nee, okay, gut, das ist mal so gar nicht. Und gehen eigentlich gerade die Tasten nicht zum Vorspulen der Zeit. Komisch. Okay, nee, die funktionieren gerade gar nicht. Die Tasten bei mir. Tja, auch gut. Vielleicht kommt der ab Level 3 mal ein bisschen was Besseres bei raus. Problembericht. André hat einen Softwarebereich entdeckt, der voller Fehler steckt. Er kann sich abrackern und alle Fehler selbst aufnehmen oder seinen eifrigen Kollegen bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Nee, wir machen das selbst. Was für ein Star. André ist der Held des QS-Teams und sein Eifer wird belohnt. Sein Kollege ist ein bisschen neidisch auf seinen Ruhm, aber er lässt seinen Frust an einem Hundespielzeug aus, das für einen Wutball hält. Nee, was er für einen Wutball hält. Vielleicht, ja gut, also sprechen, vorlesen kann ich auf jeden Fall nicht mehr. Arne kann jetzt traditionelle Lieder spielen und zur Inspiration klimpern. Oh, Darling. Mal gucken, wie das so kommt. Oh, er ist angespannt. Echt verwanzt. So viele Fehler zu beheben ist förderlich für die Karriere, aber auch sehr stressig. Ja, das stimmt wohl. Sehr schön. Das hast du sehr, sehr schön gemacht, Arne. Ich guck mal gerade, was wir für dich noch machen können. Du könntest eigentlich auch mal Kontakte knüpfen. Komm, mach mal. Was war noch da? Antworten auf Brief. Ach stimmt, der Brieffreundschaften, ne? Da war, glaube ich, mal ganz, ganz am Anfang was. Das ist schon ein bisschen her, dass wir mal gecheckt haben. Vielleicht steht da was Interessantes drin. Potts 1000, mein neuester Brieffreund, wohnt in Dragon Valley. Brief schreiben an Dragon Valley. Schreiben wir natürlich gleich mal einen Brief zurück. Hallo, lieber Dragon. Wie sagt Leon Logik? Leon kann jetzt Pflanzenproben sammeln und sie unter dem Mikroskop ansehen. Er kann außerdem mit anderen Sims über Logikriege zu reden. Web? Was kann er denn recherchieren? Anmachsprüche durchsuchen. Los, können wir machen mal Anmachsprüche durchsuchen. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, das machen wir erstmal zu von Leon. Ach, Anna hat die Schreibfähigkeit erworben. Okay. Okay.
ja auch immer für Musik läuft. Ah, jetzt haben wir hier eine neue Dating-Seite. Sims Love Forever. Nur 30,99 die Woche. Oh, das ist ja günstig. Oh, jetzt ist das auch kokett. Dateplan. Jetzt hat der Anmachsprüche, jetzt wäre ein Dateplan. Okay, gut. Also, was gibt's noch? Karriere. Job suchen. Nee, Job kündigen wollen wir nicht. Kontakt knüpfen. Und Postkarte bitten von Dragon Valley. Los, komm, was machen wir auch nochmal? Kontakte knüpfen und dann einfach nochmal Chat. Hallo, lieber Dragon Valley. Ich möchte bitte eine Postkarte von dir. Und schick mir bitte 10.000 Euro. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da irgendwas im Briefkasten nachher drin ist. Also noch nicht da. Okay, Tony Stark läuft auf jeden Fall hier wieder rum. Wer hat denn das hier hingestellt? Milch, gut. Hergestellt von Arne Stoneman. Also manchmal ist das Haus ja doch leider ein bisschen buggy, ne? So wie hier mit diesem Klo. Denn hier mit der Treppe und so, dass hier irgendwie nichts war. Wer bist du denn? Ist das Arne? Arne, ich glaube, da ist ein Zwillingsbruder. Ben Schneider. Und hör jetzt mal auf zu chatten. Ich muss gleich hier meinen Gast bitten. Komm, du kannst mal hier ins Star-Meeting. Mal gucken, wie das ankommt. Aber erstmal gehst du schiffen. Ja, unwohl, ich weiß, du musst auf Klo. Wir gehen doch jetzt auf Klo. Dein Kumpel muss da noch ein bisschen warten. Oh, jetzt ist er wieder kokett. Ach. Kokettli. Kett, kett, kett. Was ist ja alles so. Für Menschen rumlaufen, das ist immer so krass. Was ich auch ganz lustig finde, man kann ja über, wenn man, das habe ich gerade auch gesehen, wenn man, oh, wie ist denn das jetzt, Haushalt, es gibt solche Haushaltsverwaltungen, möchte ich fast sagen, hier in dem Spiel, wo man dann die ganzen Familien sehen kann. Und dann sieht man dann auch, wie viel Geld die haben und so ein Kram, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz witzig. Dass dann manche auch so 45.000 haben und so ein riesiges Haus, 45.000 Simoleons und so weiter und so fort. Torka. Benoda. Nirabu Upa? Kennen die sich denn überhaupt schon mal? Yaba. Lara? Ha, Dunda. Oh, da sind gleich zwei Leute nach Hause gekommen. So, ich habe 304 Simoleons nach Hause gebracht. Leon hat 252 Simoleons nach Hause gebracht. Und was braucht er eigentlich noch, damit er aufsteigen tut? Ach, er braucht noch einen Typen, mit dem er Weltraum schwärmen kann, ne? Von neue Show schwärmen. So, hier, guck mal. Kannst du es machen? Geht das? Growl. Well, Droga Melt Ponka. Huh. You. Yes. Uh-huh. Oh, yes. Kunada. So, gut, endlich haben wir es geschafft. Jetzt hat er vielleicht auch mal die Möglichkeit, wieder aufzusteigen. Tagesaufgaben trainieren, nicht begonnen. Heißt das, wir müssen nachher wieder ins Fitnessstudio? Wir könnten natürlich auch jetzt schon gleich gehen. Lass mich nochmal hier kurz verwenden. Dann kann er auch meinetwegen nochmal schnell hier. Was ist da noch was drin? Ne, nee, da ist leider nichts mehr drin. Kochen. Warte mal, er kann auch Abendessen servieren. Komm, Grillkäse.